haben uns jetzt mal zurückgezogen in die kleine Kaffeeküche, ist das hier, ne? Auf der früh- und neugeborenen Intensivstation am UKSH. Anja ist die erste Vorsitzende vom KIDS e.V. Mhm. Und Astrid war vor 20 Jahren schon Gründungsmitglied, also hat den Verein quasi mit aus der Taufe gehoben. Und ich habe extra gesagt, lass uns mal hier hinsetzen, damit wir uns mal ein paar Sachen angucken, die für eure kleinen Patienten wichtig sind. Windeln. Das ist jetzt eine Windel, Anja, sag mal so um und bei. Welche Größe, wer bekommt die? Ja, das bekommen unsere großen Kinder, die halt so zwischen 2,5 und 3 Kilogramm wiegen. Also auch eher vielleicht die reifen Neugeborenen, die hier bei uns auf der Station landen. Ach. Das kennen vielleicht viele Mütter von zu Hause auch, das kriegen ganz frische Neugeborene zum Teil auch mal. Dann wird es jetzt schon kleiner. Dann wird es jetzt schon kleiner, genau. Die nächste Stufe, das sind dann die Kinder, die ja so 1000 bis 2500 Gramm haben. Ja. Die haben dann diese Windeln an. Das ist natürlich auch immer, der eine braucht ein bisschen breitere am Bauch, der andere ein bisschen schmaler. Und jetzt guck mal das hier. Ja, und die ganz kleine, das ist natürlich für unsere allerkleinsten Kinder, 500 Gramm bekommen die dann angezogen. Das haben wir so ein Kilo vielleicht. Also da man mal diese Größenverhältnisse hat, das wäre ein ganz kleines, normales Neugeborenes. Die würden auch vielleicht noch diese anhaben. Ja. Und die, ja, daneben sind halt unsere kleinen Kinder. Da kann man diese Größenunterschiede auch immer schon sehen. Ja, glaube ich. Astrid, an den Schnullern kann man das auch erkennen. Das ist so ein ganz normaler, großer Schnuller hier, das richtig? Das ist für unsere Neugeborenen, die Kinder, die 2,5 bis 3 Kilo wiegen, die haben diese Schnullergröße, dann wird das immer ein bisschen kleiner. Das haben die Kinder so 1000, 1500 Gramm, den auch, und das haben unsere ganz kleinen, guck die mal hier. 500 Gramm bis guck 800, mal. 900 Gramm wiegen. Guck mal, so kleine Dinger. Hammer. Und bei den Klamotten, ja, ist es dann wahrscheinlich dasselbe, ne, wenn man auch mal guckt. Da ist dasselbe, genau. Das ist auch so ein ganz kleiner. Wenn die nachher ein bisschen stabiler sind, unsere ganz kleinen, dann bekommen die auch schon was an. Dann sind die so 700, 800 Gramm schwer. Mhm. Genau, und das wäre halt direkt daneben der, den der normales Neugeborenes dann anziehen würde. Also sind dann doch schon wirklich deutliche Größenunterschiede, die dann davor herrschen. Unfassbar, oder?